Mein Name ist Alex Schreiner und ich bin freiberuflicher Texter. Und was im ersten Moment vielleicht gar nicht so spannend klingt, ist wiederum spannend, wenn man es mit einer konstanten Weltreise kombiniert. Und genau das ist, was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe. Auf der einen Seite als Texter freiberuflich zu arbeiten und auf der anderen Seite das Ganze mit einer Weltreise zu verknüpfen. Das fällt dann unter digitales Nomadentum und das ist quasi, womit ich mein Geld verdiene und was ich die letzten 2 Jahre und die nächsten Jahre noch tun werde. Unsere nächste Reise führt uns nach Portugal und für Portugal haben wir uns eigentlich entschieden, weil es eine wunderbare Symbiose aus zweierlei Elementen ist. Einmal haben wir da wirklich die Natur an sich, Stichwort Algarve, ja wunderschön in Portugal, und auf der anderen Seite haben wir Städte wie Lissabon oder auch Porto, Faro, Coimbra, die uns einfach schon immer gereizt haben, wo wir immer schon mal hin wollten, und das erfüllen wir uns jetzt einfach. Natürlich ist es mir leichter gefallen, gemeinsam mit meiner Verlobten diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, anstatt den Weg alleine zu gehen. Denn dieser Schritt ist per se gar nicht mal üblich, zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf, ich breche meine Zelte ab, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Und dadurch natürlich auch, wenn man auf sich allein gestellt ist, etwas tricky, das ist was Neues, da ist eine gewisse Aufregung dabei. Und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, der sagt, okay, du schaffst das, ich glaube an dich und ich unterstütze dich dabei, ist der Weg um einiges angenehmer und man hat natürlich auch mehr Selbstvertrauen, mehr Kraft, um das Ganze durchzuziehen. Von daher hat es mir das schon sehr erleichtert. Mein Umfeld war zu Beginn davon eigentlich überhaupt nicht begeistert. Und ich meine, wer ist das auch schon, wenn beispielsweise der beste Freund oder der Sohn nach Hause kommt und sagt, hey, Mama, Papa, ich reise jetzt um die Welt und arbeite dabei ein bisschen. Da ist niemand per se begeistert von, weil das nicht wirklich nach einem sicheren Plan klingt. Ja? Umso wichtiger war, dass ich das wieder an meiner Seite hatte und noch ein paar Menschen natürlich auch in meinem Umfeld, die gesagt haben, okay, probier's mal, mach mal, wir glauben an dich. Aber die Masse der Menschen, jedem, dem ich es erzählt habe, hat gesagt, du bist doch bescheuert, das klappt doch im Leben nicht, mach doch bitte was Sicheres, was Anständiges, was Normales. Und mir am Ende habe ich es nicht gemacht, gut, dass ich es nicht gemacht habe, aber das Umfeld war überhaupt nicht begeistert, hat mich eher noch zurückgehalten als bestärkt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir zu Beginn kaum Sorgen und kaum Gedanken um das gemacht habe, was denn da jetzt kommt oder was möglicherweise auch an Konsequenzen auf mich zukommen könnte. Höchstens mal, ob das Budget jetzt für das und das Land richtig gesetzt ist, dass uns in dem Land das Geld ausgeht. Klar, das sind so Grundsatzsorgen irgendwie, aber dass es komplett in die Hose gehen könnte und dass das alles nach hinten losgeht, das habe ich eigentlich nie gedacht. Darum habe ich mir nie Gedanken gemacht und vielleicht ist es deshalb auch so gut angelaufen von Beginn an. Inzwischen arbeiten wir seit über 3 Jahren als Freiberufler und reisen dabei um die Welt. Und es ist nicht immer leicht, anders als gedacht, Reisen, Privates und im Beruf unter einen Hut zu kriegen, aber es schenkt uns auch eine unheimliche Freiheit. Und genau das ist der Punkt, den wir nicht mehr missen wollen und weshalb mir und uns beiden das Freelancing so viel Freude macht. Ich selbst sehe mich inzwischen als wahrscheinlich das, was man als digital Nomade bezeichnet. Ja, aber das war nicht von Beginn an so. Also ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich bin jetzt digitaler Nomade und habe noch keinen Auftrag, bin noch keinen Zentimeter gereist von zu Hause und so weiter. Es hat sich einfach entwickelt. Ich hatte den Job, den ich machen wollte, an Land gezogen, habe mir meine Freiberuflichkeit immer mehr aufgebaut und so weiter und dann entwickelte sich das Reisen. Und irgendwann ist uns dann mal aufgefallen, ist mir dann aufgefallen, okay, das ist, glaube ich, das, was man als digitales Nomadentum fasst. So, und von daher würde ich sagen, ja, heute bin ich digitaler Nomade, aber ich habe es nicht darauf angelegt. Mir persönlich geht es bei der Freiberuflichkeit von Beginn an eigentlich darum, nur noch das tun zu können, was mir Freude macht und viel weiter noch, was mich erfüllt. Und das war schon immer das Schreiben. Ich habe immer gerne geschrieben und seitdem ich das zum Beruf gemacht habe,
ist natürlich nochmal ein Step weiter. Das ist für mich natürlich nochmal viel erfüllender, dazu auf der einen Seite natürlich auch noch bezahlt zu werden, aber auf der anderen Seite, und das ist viel wichtiger, meine Zeit mit dem zu verbringen, was ich gut kann, und das wird am Ende auch noch von einem Kunden, von einem Auftraggeber und so weiter anerkannt. Und darum geht es nämlich bei der Freiberuflichkeit, das zu tun, was ich will und dafür anerkannt werden, egal ob das jetzt in monetärer Form ist oder einfach so. Das Negativste am Freiberuflersein ist für mich eigentlich, dass man keine soziale Struktur hat. Also man hat es ja üblicherweise im Beruf, man hat seine Mitarbeiter, man hat Kollegen, man hat Freunde und so weiter. Das ganze soziale Umfeld ist definiert. Wenn du als Freiberufler oder digitaler Nomade unterwegs bist, hast du genau das nicht. Du bist stetig auf dich allein gestellt, du arbeitest alleine, du bedienst alleine deine Kunden, du kennst niemanden an den Orten, wo du bist, und das ist vielleicht was, wo ich sagen würde, okay, fehlt ein bisschen unterwegs im Laufe der Zeit. Zu Beginn fand ich es nicht so, aber inzwischen würde ich sagen, ja, das ist ein negativer Punkt. Momente, in denen wir gedacht haben, okay, das Ganze lassen wir jetzt sein, beruflich wie auch mit dem Reisen, gab es eigentlich nicht. Was es immer wieder gibt, und das passiert tatsächlich hin und wieder, dass man unterwegs ist in einem Land, wovon man sich viel erhofft hat und einfach merkt, okay, das ist es gar nicht. Ja, das hat man einfach unterwegs, dass man bemerkt, boah, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin total enttäuscht davon, das hatten wir in Vietnam beispielsweise, in Halong. Bucht sehr schön, Ort total zugemüllt, wir waren mega enttäuscht. Da hast du natürlich keine Lust mehr, vor allen Dingen, weil du dafür auch noch mit Geld und mit deiner Zeit bezahlst. Ja? Solche Momente gibt es, aber ein Aufgeben im Sinne von, wir hören jetzt auf, wir machen das nicht mehr und wir gehen zurück in unser altes Leben, das haben wir eigentlich nicht. Das Besondere an der Freiberuflichkeit oder auch am freien Arbeiten ist für mich die Umsetzung eigener Projekte. Das heißt, ich kann entweder für Auftraggeber an Projekten mitwirken, wo ich sage, ey, das finde ich mega cool, das möchte ich gerne unterstützen, da will ich ein Teil davon sein. Oder auf der anderen Seite eben auch die Freiheit zu haben und zu sagen, ich setze jetzt einfach mal was um, was mir am Herzen liegt. Das wird mein neues Herzensprojekt in Anführungsstrichen, und das mache ich nebenbei, neben der Freiberuflichkeit, weil ich mir das einfach rausnehmen kann. Schließlich bin ich ja für mich selbst verantwortlich. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ey, das habe ich im normalen Beruf nicht, das habe ich im Angestelltenverhältnis nicht, das habe ich wirklich nur, wenn ich frei arbeite, diese Auswahl an Projekten, die mir zusagen. Natürlich ist die Versuchung groß, an schönen Orten nicht zu arbeiten, anderen Dingen nachzugehen und gerade die unschönen Aufgaben wegzuschieben. Aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die nötige Disziplin, denn ansonsten könnte man sich dieses Reisen gar nicht mehr so lange leisten. Ja, das heißt, der Weg zum MacBook ist natürlich manchmal schwer, aber wenn man dann mal im Projekt drin ist und wirklich dran arbeitet und merkt, okay, da passiert gerade was, dann ist es auch eine enorm erfüllende Arbeit, und von daher haben wir mit Deadlines an sich auch an schönen Orten nicht so das Problem. Als Freelancer nachzuvollziehen, war ich jetzt in diesem Monat, in diesem Jahr, in diesem halben Jahr erfolgreich oder war ich es nicht, ist per se eine recht schwierige Angelegenheit, weil wir im Grunde zwei Komponenten zu bedienen haben. Auf der einen Seite ist so die unternehmerische Seite, wo wir sagen, okay, wir wollen den und den Gewinn erzielen. Haben wir das geschafft? Waren wir drüber? Waren wir drunter? Das ist die eine Seite. Das ist dadurch vielleicht ein Erfolg, wenn wir den getroffen haben oder sogar drüber waren. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich viel wichtiger, steht die persönliche Komponente. Wenn ich einen riesen Gewinn habe, aber meine persönliche Zufriedenheit in der Beziehung oder für mich selbst oder im Ort, wo ich gerade bin, einfach unten ist, dann war das auch kein Erfolg. Ja? Das heißt, auch hier muss ein Erfolg stattfinden. Ich muss sagen können, okay, ich bin persönlich mit meinem Leben jetzt gerade, wie es ist, zufrieden, und der Gewinn stimmt noch. Wenn diese beiden Komponenten aufeinandertreffen, dann würde ich sagen, hatte man als Freelancer Erfolg. Nachdem wir Portugal jetzt abgehakt haben, sozusagen, geht es für uns zunächst mal wieder auf ein paar Kurztrips. Das heißt, wir halten uns immer wieder in Europa auf. Paris steht an, Mallorca steht an, Malta steht an. Das sind so die nächsten Sachen, die wir jetzt anpeilen. Und darauf gibt es dann wieder eine längere Reise. Das heißt, wir fliegen in die USA nach San Francisco und fahren einmal quer durch. Also von San Francisco, Los Angeles, Vegas, New Orleans und so weiter bis nach New York. Das ist dann wieder eine größere Tour über 6 Wochen. Und grundsätzlich geht es uns dabei einfach darum, so einen gewissen Ausgleich zu haben zwischen der absoluten Fremde, sprich anderen Kontinenten, aber auch so ein bisschen Heimatgefühl in Anführungsstrichen in Europa.